Heute ist für mich ein ganz besonderer Tag. Ich bin hier oben in Kleinkirchheim bei einem der ganz wichtigsten Leute für mich, wenn man Schnapstrinker ist. Und ich bin eine Schnapsdrossel und bin hier oben bei einem Menschen, der alles kann, der ein Skifahrer war, ein gottbegnadeter und heute ein gottbegnadeter Schnapsproduzent ist. Herzlichen Dank für die Einladung, lieber Wolfram. Sag mal, was trinken wir denn jetzt eigentlich? Otto, zuerst einmal schön, dass du wieder da bist. Und du hast recht, ich bin wirklich gottbegnadet. Du hast nämlich eins vergessen, ich habe auch noch zwei gottbegnadete Buben und eine große Familie. Und das, was wir trinken, ist was ganz Fantastisches. Das ist der Wop de Davi. Und das ist im Grunde genommen, man darf schon wieder sagen, ein Schliebowitz, aber das ist halt immer negativ besetzt. Ui, das ist gut. Das ist ein Zwetschgen, Barrique, ein Zigarrenbrand. War übrigens beim World Spirit Award letztes Jahr die Spirit of the Year. Zwetschge in Holzfass gelagert. Riech mal die Süße, unglaublich, oder? Herrlich. Probier's einmal. Es ist noch schöner Mund fast im Duft. Wenn ich jetzt einen großen Schluck mache, dann werde ich den Titel vom World Spirits Award gar nicht mehr rausbringen. Aber so, was hat's mit dem World Spirits Award an und für sich? Der World Spirits Award ist sicher die hochwertigste Spirituosenprämierung weltweit. Und wir verkosten Produkte von China bis Amerika, über Südafrika. Das heißt, wir haben ungefähr 20 Kategorien. Und von Modei über Rum, über Whisky, über 100% Destillate verkosten wir alles und küren jedes Jahr die Distilleries of the Year, vergeben die World Spirits Award und, Awards und vergeben die Spirits of the Year an die besten Produzenten, egal ob gewichtig, ob reich, ob arm oder wie ja immer, auf alle Fälle, ob klein oder groß, uns interessieren die besten Produkte. Jetzt muss ich dir was fragen. Jeder, der das heute sieht, der weiß ja, dass ich früher ein schwerer Whisky-Trinker war. Und für mich war Whisky immer das Wort, wir sind gekommen aus Schottland, aus England, was weiß ich woher. Und jetzt bin ich draufgekommen, dass du einen der besten Whisky da oben brauchst in Kleinkirchen. Nein, wir produzieren seit 96 Whisky. Wir haben das damals vom Hirter Buchbier gemacht. Seit 1981 produzieren wir den eigenen Whisky, machen den vom Getreide. Das heißt, wir machen schon sehr, sehr gute Produkte. Ich meine, es gibt in Österreich einige, die sicher nicht viel schlechter sind wie wir. Ich will nicht sagen, dass wir die Besten sind, aber auf alle Fälle, wie du siehst, die Wichtigsten. Und wenn man das Thema Whisky hernimmt, es hat sich im Whisky-Bereich so viel getan. Es wird in Japan produziert. Die haben es auch in Schottland gelernt. Es wird in Europa produziert. Und wenn man alleine schaut, was in Deutschland die Post abgeht, wie viel da Top-Produzenten sind, wenn man alleine schaut, was in Frankreich inzwischen da, es gibt in den ganzen Ländern private Vereinigungen, die das ganze Thema abhandeln. Allein letztes Jahr sind, glaube ich, in Frankreich 20 neue Whisky-Destillerien gekommen. Also was da läuft, das ist unglaublich. Das wird sicher wieder Boom. So wie wahrscheinlich der Rum, der jetzt auch Gott richtig beim Gas geben ist. Ja, nur der Rum, ich bin ja, Rum ist ja auch für ganz ein spezielles Ding, weil meine Frau ist aus Mauritius, da gibt's den herrlichen Rum von, und der Dominikanischen Republik, Kuba, überall wo ich war, habe ich den besten Rum getrunken. Warum ist das eigentlich so, dass ich da so von fünf Jahren immer gibt's einen neuen Innenschnaps? Jetzt ist war zeitlang der Whisky, dann ist der Gin gekommen, jetzt kommt der Rum. Tequila soll kommen. Ist das eine Modegeschichte jetzt im Moment? Es gibt schon trendige Produkte, aber ich glaube, dass es in den letzten 20 Jahren eine gewisse Lethargie gegeben hat. Und da ist jetzt richtig der Turbo zum Zünden reingekommen. Und es gibt jetzt wirklich Trends, die sich entwickeln anfangen. Ich weiß, so Anfang 2000 waren wir eine der ersten Whisky-Destillerien in Österreich. Und dann ist jetzt der totale Hype, was rund um den Gin passiert. Und momentan in den Fässern ist eben der Rum. Und das Nächste, was eben wird, ist eben Rum. Es wird sicher genauso in den nächsten Jahren einen Rum-Hype geben. Was mich ein bisschen schockiert, die ganz guten Rums haben ja jetzt schon Preise. Da kannst du schon einen Champagner, eine Flasche trinken, bevor du einen Stampel umtrinkst.
Ja, aber Otto, ich meine, du weißt ja, wo es in der alten DDR eine Traube gekostet hat und wo es ein rohes englische Hunderwert kostet. Ja, aber sie haben ganz schöne Preise. Also die guten Rumsorten, puh, mein lieber Freund, da muss eine alte Frau Langstrick. Qualität kostet und der Preis ist noch immer Indikator für Qualität. Da kann man hoch niederspringen. Ja, nur wir haben ja früher den Rum getrunken im Tee. Also ich kann mich noch genau erinnern, früher bei uns daheim hat es gegeben einen Tee und einen Strohrum rein. Aber heute trinkt ja keiner mehr. Oder ist das, glaubst du, dass es auch wieder kommt, dass man wieder Tee mit Rum trinkt? Ja, wenn es kalt wird, dann muss man es ja aufwärmen. Nur mit Strohrum, es hat da Gesetzesänderungen gegeben, deswegen heißt der Strohrum nicht mehr Rum, sondern Stroh. Ist dieselbe Qualität, nur das Wörtchen Rum darf eben auf dem Label nicht mehr geführt werden. Aber was das Witzige ist, bei den Bauernhöfen, genauso wenn es auf der Skihütte kalt ist, kommt halt immer ein gescheiter Schnaps rein. Und meistens ist es halt nicht der hochwertigste Schnaps, weil der hochwertigste noch immer der teuerste ist. Und es ist halt leider falsch gemeint, wenn man glaubt, man kann in ein heißes Wasser, in ein heißes Umfeld einen schlechten Schnaps reintun. Weil der ist dann noch einmal schlechter drinnen, als wie er eh schon ist. Also ist es grenzt an seelische Grausamkeit. Du hast recht. Da bin ich ja ein Kämpfer dafür. Wenn du heute zum Beispiel in gewissen Skihütten einen Glühwein trinkst, in die Plastikbecher, das ist eigentlich Sondermüll. Weil ich ganz ehrlich bin. Und deswegen, ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich irgendwo hinkomme auf eine Skihütte oder was, dann trinke ich einen Tee und einen schönen Rum und den haue ich rein, dann weiß ich, was ich habe. Noch besser ist es, du trinkst einen perfekten Tee, so wie er gehört, und trinkst einen perfekten Rum dazu und sagst, die Welt ist schön. Ja, das ist bei mir natürlich gefährlich, weil dann trinke ich nur den Rum und lasse den Tee stehen. Jeder wie er will. So, der Wolfgang kommt, einer der wichtigsten Produzenten im Moment, Drehbuchautor, was alles kann, Romane schreibt er. Jetzt werden wir mal schauen, ob der von Schnaps auch was versteht. Ja, was habt ihr denn da für mich? Ich mache es einfach. Ich stelle die Frage, was gibt's, und dann kann ich die richtige Antwort drauf geben. Das ist eine leichte Übung. Aber das ist Leo jetzt. Zwetschgen, Barik. Und außerdem, wir kennen uns auch schon seit dem Skifahren. Ja, Schlagen haben wir uns beide das erste Mal gesehen. Seitdem sind wir auch gute Freunde. Das war 1982, die Bronzemedaille von Wolfgang. Das war echt damals. Ja. Super, da war ich noch gut und schlank. Weil du hast ein paar Kilo weniger gehabt. Das stimmt, ja. Ihr wart gerade bei Schnäpsen auf der Skihütte. Ich hatte da mal ein Erlebnis. Da gab mir jemand einen Schnaps. Diese Marille, dieser Duft, das war wirklich wunderbar. Das hat sich in der Nase euphorisch entwickelt. Der Schnaps war dann schlecht. Und der Wirt hatte ein Erbarmen und gab mir einen richtigen Schnaps. Aber woran liegt es, dass viele Schnäpse gut riechen und eigentlich scheußlich schmecken? Man kann natürlich sehr, sehr viel mit Aromastoffen machen. Teilweise ist es erlaubt, mit Aromastoffen zu arbeiten, teilweise ist es nicht erlaubt. Aber es ist halt ein Produkt 10-mal ehrlicher, 10-mal besser und 10-mal teurer, wenn es perfekt gemacht wird. Dann ersparst du dieses Leid, einen Schnaps zu trinken, der wirklich nicht gut ist, sondern einfach vordergründig, so wie bei einer Marille, Bittermandelton in der Nase, ein pures Benzaldehyd, ist nicht gut. Ja, aber die meisten Leute fallen doch drauf herein und die kennen das nicht anders. Ja, aber wir haben jetzt mit dem Format Inside World Spirits angefangen, um ein bisschen die Leute weiterzubringen und zu erklären, was der Unterschied zwischen einem guten Produkt und einem schlechten Produkt ist. Bei der Kleidung weiß man ja auch, was man anzieht. Da zieht ja auch nicht irgendeiner einen Fetzen an, sondern irgendwas Adrettes, Gutes. Und genauso würde man sich immer wünschen, dass der Konsument eben ein hochwertiges Produkt auch kauft und trinkt. Nur eins ist auch klar, hochwertig heißt immer adäquat zum Geldbörsel. Jemand, der Gucci kaufen will oder Versace oder irgendwas, wird das teuerste kaufen. Jemand, der weniger Geld im Brieftasche oder auf dem Konto hat, wird eben schauen, dass er ein Produkt kauft, wie immer nach dem besten Preis-Leistungsverhältnis. Aber jetzt werde ich was fragen. Warum schreiben wir zum Beispiel in einer Speisekarte auf einem guten Lokal nicht wie beim Wein eine, beim Wein schreiben sie eine, die gelagert in Holzfass und bla bla bla. Warum schreibt man das beim Schnaps nicht eine, was der drinnen hat und von wo er herkommt? Weißt du, wo Stiefkinder sind? Ja. Und deswegen müssen wir eben schauen, dass das Stiefkind-Dasein von der Spirituosen einfach ja, gepusht wird. Und es
überall dort, wo Schnaps verkauft wird, ob das im Handel ist oder ob das in der Gastronomie ist, das sind Kultstätten. Und in Kultstätten muss Kult zelebriert werden und gefeiert werden. Und wenn das nicht geschieht, wird eine gute Qualität nie kommuniziert werden. Das ist Arbeit vom Wirt, das ist Arbeit vom Handel. Aber gibt es jetzt ein paar kleine Tricks, wo ein Nichtkenner die Qualität von der Nichtqualität unterscheiden kann? Ja. Außer vom Preis vielleicht abgesehen. Ja, aber ich wollte gerade sagen, die rechte Spalten in der Speisekarte oder Getränkekarte, da weiß man es genau. Aber es ist sehr, sehr schwierig. Ein Produkt, dessen Alkohol perfekt vom Mundgefühl ist, ohne dass es gezuckert ist und man die Frucht, die auf der Etikette, auf der Flasche steht, auch wirklich spürt und das ein angenehmes Mundgefühl ist und das schön in der Nase riecht und nicht beißt und nicht brennt, dann sind wir eh schon nahe am Himmel. Ja, und ich habe einmal gehört, am besten riecht der Schnaps im Glas noch immer, wenn er schon weg ist. Der Gute. Da kann man aber Abhilfe leisten. Herr Kellner, bitte servieren. Noch ein Glas. Das interessiert mich jetzt auch. Sag mal, warum trinken alle Alkoholiker Wodka? Weil es am wenigsten Nebenwirkungen hat und vor allem, weil es der reinste Alkohol ist. Wodka ist der reinste Alkohol, der hergestellt wird. Und wir müssen unterscheiden zwischen zwei Produktphilosophien oder Linien. Das ist der New Western Style. Der New Western Style Wodka ist der blitzblanke, frische Wodka. Und der Old Eastern Style ist derjenige Wodka, der eben eine gewisse, ganz, ganz leichte Aromatik hat. Aber ich habe immer gehört, die trinken deswegen, weil er nicht riecht. Ja, aber sie haben auch keine Probleme, die Leute, mit den Nebenwirkungen, was eben die ganzen Extrakte, die ganzen Aromen, die natürlich nicht drinnen sind, die tun da, das ist eben nicht drinnen, es ist reiner Alkohol, fertig. Ja, mir geht es aber mit denen auch ganz gut. Ja, so, Wodka ist ja ein Kultgetränk, ne? Ja. Ebenso wie Rum. Bei Rum ist mir mal aufgefallen, dass ich mit Freunden in der Karibik einen wunderbaren Rum getrunken habe. Wir haben uns glänzend unterhalten und wirkten eigentlich nüchtern, aber konzentriert. Nur als wir aufstehen wollten, hat es uns regelrecht die Füße weggezogen. Was bewirkt es beim Rum? Warum kommt es beim Rum vor allem? So, die Temperatur, das Klima, das Rundherum, ganz einfach, das war schön entspannend. Aber trotzdem sagt man, dass Rum doch ein bisschen die Motorik schwerer einschränkt als andere Schnapssorten. Ist das richtig oder ist das ein Gerücht? Na, ich würde eher sagen, es ist eine Frage der Menge. Gut, die Menge war reichhaltig, das haben wir. Wenn Sie sich jetzt wundern, warum dieser Herr hier so hochdeutsch redet, ist keine Rätsellösung, er kommt aus Villach. Aber die Mutter ist aus Schlesien. Ne? Karin, das schaut irgendwie weiblich aus vom Namen her. Genau, Angelina Jolie. Die Angelina, die Brett-Jolie. Aber ja, jetzt muss ich ehrlich sagen, das ist echt noch ein Angelikachen, weil wir haben Baby-Angelika. Wir haben ja die Angelika sogar bei uns da auf 1000 Meter gehabt letztes Jahr. Das ist wunderschön. Es ist wie ein ausgewachsener Bonsai-Baum oder Strauch, schaut das aus. Die Angelika, welche Heilwirkung hat das eigentlich? Welche Inhaltsstoffe? Die Angelika, Ach Angelika auf Lateinisch, hat besonders verdauungsunterstützende Öle und verschiedene Bitterstoffe. Ja. Ja. Und sie ist aber als Ganzes, von der Wurzel bis zum Samen, alles ist verwendbar. Und weil du gesagt hast, deine ist eingegangen, die ist nämlich nur zweijährig. Hab ich auch nicht gewusst. Heuer habe ich sie gesät. Ja. Ja. Dann wächst sie heran zu einem Riesending und dann im Herbst zieht sie wieder ein und im nächsten Frühjahr treibt sie wieder aus und dann kommt sie zur Blüte. Und dann macht sie Samen und du weißt, die hat so riesengroße Kugeln. Ja, wunderbar, so Dulden fast auf die Art. Auch diese Dulden, sie ist ja Duldenblätter. Ja. Und du kannst diese Dulden-Samen dann auch für deinen Schnaps zum Ansetzen nehmen. Aber ich habe eins gesehen, bei der Angelika ist mir eigentlich nur Passagier, weil die tut im Garten, was sie will. Satz sie selber aus
Blüht nicht einmal, wächst nicht einmal, was ich nicht einmal will. Aber ich meine, es ist wirklich, ich bin faszinierend, wie die Angelika wächst. Was würdest du jetzt eigentlich meinen, für welche Gruppen von Spiritosen die Verwendung einfach perfekt ich ist? Ich kann mir vorstellen, für Gin und für Bitter. Ja? Gin, Bitter. Und auch für Elixier. Elixier kann man auch vorstellen. Also in dem Melissengeist gehören immer Angelika-Wurzeln dazu. Also das ist auch natürlich immer unterstützend. Für die Gesundheit besonders. Ja, für Zink würde ich das auch verwenden? Unbedingt auch. Ja. So, also, ich nehme das jetzt an, ja. Ich gehe es ansetzen und danach werde ich sagen, für was alles gut war. Karin, danke wieder einmal fürs Kommen. Ja, bitte. Wir tun bald wieder weiter, wenn alles ein bisschen größer ist. Ein bisschen größer ist, ja. Danke. Okay.